Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Da nicht für Box von Dendemann. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Da nicht für von Dendemann. Das Ganze erscheint morgen am 25. Januar. So sieht das Ganze aus. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier die Den Deluxe Box inklusive 2 CD, Digipack, Cap plus Poster. Gut, also das hier so ein kleiner Hinweis, was sich in dieser Box befindet. Wir machen die Folie mal ab. Es scheppert schon innerhalb der Box. So. Jawohl, also wir haben hier eine hellgraue Box, dann lesen wir hier oben von links unten nach rechts oben diagonal Dendemann, hat so ein bisschen so einen 3D-Effekt der Buchstaben. An der Seite haben wir dann hier einmal die Credits zum Album und einen Barcode und dann hier so eine würfelmäßige Zickzack 3D-Optik, also sehr interessant gestaltet, auch wenn es farblich her nicht so abwechslungsreich ist in Grau, aber rein von der Optik hier dieser 3D-Effekt kann auf jeden Fall was. Habe ich so auch noch nicht gesehen bei einer Box. Und dann haben wir hier auch noch ein Doppelpunkt D, beziehungsweise vielleicht auch ein lachendes Smiley. Ja, ist natürlich Interpretationssache, wie man das auslegt. Dann schauen wir mal hinein. Ist keine Klappbox, sondern der Deckel lässt sich abnehmen. So sieht das aus, von innen glatt weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Cap, dann das Album im Digipack, eine 3D-Brille, die auf diesem Sticker gar nicht angeführt war. Und dann haben wir das Poster. So, die Box ist leer. Wir machen sie wieder zu und packen die dabei zur Seite. Und bis auf das Album ist hier alles Plastik bzw. folienfrei. Deswegen müssen wir wirklich nur das Album aus der Hülle holen. Aus der Folie. Und wie immer starten wir natürlich mit dem Album an sich. So sieht das aus. Dendemann, da nicht für, lesen wir hier in schwarzer Schrift. Dann haben wir eben diesen hier abgebildet mit weißem Shirt vor weißer bzw. hellgrauer Wand. Sehr schlichtes Foto, also sehr schlichtes Cover. Dendemann, da nicht für. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Casper, Teutila, Beginner und Trettmann. Credits. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier einmal die CD. Hier wieder dieses lachende Smiley. Dann in der Mitte das Booklet und rechts dann die Instrumentals. Gut, dann schauen wir mal das Booklet durch. So sieht das aus. Hier auch nochmal die Tracklist mit drauf. Und jawohl, das gefällt mir schon mal richtig gut. Wir haben hier die einzelnen Tracks abgedruckt, Wort für Wort, die Lyrics. Also, ich bin ein Riesenfan davon, wenn das so in den Booklets mit dabei ist, wenn man die ganzen Lyrics dabei hat, sollten in meinen Augen alle Rapper bzw. ja, alle Boxen beinhalten. Aber das gefällt mir richtig gut. Nicht nur die Boxen, sondern vielleicht auch die regulären CDs in den Booklets oder halt als Textheft extra in die Boxen. Aber Lyrics sind da immer eine feine Sache. Da kann man dann Sachen nachlesen, die man vielleicht nicht verstanden hat oder Passagen irgendwie nochmal von der Sinnhaftigkeit oder einfach nochmal zum Mitlesen, zum Mitrappen der Lyrics ist auf jeden Fall immer eine schöne Sache. Und wir sehen, auch hier im Booklet wird mit diesen 3D-Effekten und so mit optischen
Effekten gespielt. Also das ist jetzt schon wenig bis gar nicht mehr zu lesen, ist echt mühsam und tut mit der Zeit auch echt weh. Dafür dürfte dann wohl die 3D-Brille dabei sein, dass man diese Lyrics dann entsprechend zur Kenntnis nehmen kann. Okay, also ihr seht, sehr textlastiges Booklet, keinerlei Fotos mit drin. Dann haben wir zum Abschluss noch die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer hat was produziert, wer hat gemixt, gemastert etc. Also die Credits zum Album und natürlich nochmals die Tracklist. Gut, machen wir wieder rein. Dann kommen wir zu Album CD. So sieht die aus. CD lesen wir hier. Schlicht gehalten. Hier kommt dann noch ein Den zum Vorschein und wenn wir die Instrumentals auch noch rausmachen, lesen wir hier dann Dende Mann. Also auch das hier sehr schöne Detailarbeit. Dann haben wir die Instrumental Disc. Sieht so aus und findet hier rechts Platz. Ja, es hat lange, lange gedauert, dieses Album. Oder was heißt lange, aber das letzte Release ist doch schon etwas her. Das hier ist das dritte Release, das dritte Soloalbum von Dende Mann. Und das letzte Album kam im Jahr 2010, im April 2010. Somit ist es knapp 9 Jahre her. Also, es war in meinen Augen höchste Zeit. Schön, dass er wieder dabei ist. Dann haben wir ein Poster. Und dieses sieht so aus. Auch hier wieder die Fotografie des Covers. Darüber lesen wir Dende Mann da nicht für. Und auch hier wieder dieser 3D-Effekt. Also ihr könnt es hier links erkennen. Wir haben hier so grün bzw. rechts dann so rötliche Konturen. Und die kann man dann natürlich hier mit der 3D-Brille ansehen. Ich werde diesmal kurz aufsetzen, weil bei der Kamera kann man das ja schwer irgendwie gleichzeitig zeigen. Moment. Ja, also mit der 3D-Brille kommt das gut zur Geltung. Sieht auf jeden Fall heftig aus. Kann man machen. Ist natürlich die Frage, die wenigsten Leute werden jetzt irgendwie mit diesem Ding hier im Alltag herumrennen oder irgendwie in ihrer Wohnung. Deswegen muss ich ehrlich sagen, hätte ich vielleicht sogar das Poster mehr in einer regulären Optik gefeiert. Also ein Booklet, ja, alles schön und gut. Nur beim Poster regulär ist es, glaube ich, dann doch etwas mühsam, das ohne 3D-Brille anzusehen. So cool dieser 3D-Effekt ist, aber das Poster an sich werde ich dann doch eher mit normalen Augen, also nicht mit Hilfe dieser Brille ansehen und von daher finde ich das beim Poster etwas, ja, ungeeignet. Aber das ist meine Meinung. Falls ihr das anders seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Diese 3D-Brille ist ebenfalls gebrandet und zwar lesen wir hier rechts auf dem Bügel Dendemann. Dann haben wir natürlich hier rot und blau. Auch hier noch zwei Streifen und hier lesen wir dann auch wieder Dendemann. Also so eine reguläre 3D-Brille aus Papier, aus Pappe. Ihr kennt das aus dem Kino oder aus irgendwelchen anderen Heftchen, wo die manchmal dabei liegen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch eine Kappe. Machen wir mal die Pappe da raus. Okay, spannenderweise waren hier sogar zwei Schichten drinnen. Okay, das war aufgeklebt. Das kennt man ja, dass hier so Karton oder Altpapier drin ist, aber das hier, dass hier noch so mal so eine Filzauflage, so eine Stoffauflage ist, habe ich noch nicht gesehen. Okay. So sieht dann die Kappe aus. Und zwar lesen wir hier einmal Dendement. Also das wohl eine Anspielung auf Vêtement. Und das Ganze lesen wir dann hier auch nochmals kleiner am Schirm. Ansonsten die Cap komplett in Schwarz gehalten. Und hier hinten haben wir nochmal 100% Rap stehen. Das Ganze ist dann hier mit so einer Metallschlaufe, mit so einer Metallöse. Das bedeutet, ihr könnt das Ganze natürlich dann größentechnisch anpassen, wie ihr wollt. Je nachdem, was euer Kopf so hergibt an Größe, kann man das dann hier individuell machen. Gut, wir schauen hinein. Was haben wir hier? Wir haben hier auch alles in Schwarz. Also farblich hier wirklich alles in Schwarz vom Innenleben. Und wir haben es hier zu tun mit. Oh, das ist jetzt stark.
Und zwar ist es nicht so eine reguläre 0815 Cap, die man hier reingepackt hat. Nein, es ist eine Markencap und zwar von Kleptomanics. Made in China und zwar von Welfare Distribution GmbH in Hamburg. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Ja, schöne Sache, schlicht, aber eben auch wie im Stil von Vetements, die sind ja auch recht schlicht meistens, die Sachen kann man auf jeden Fall tragen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Cap, dann die 3D-Brille zum Bestaunen des Booklets bzw. des Posters. Das Poster im Hochformat, einseitig bedruckt, eben in diesem 3D-Druck, in dieser 3D-Optik. Und natürlich das Album an sich im Digipack inklusive Instrumentals. Dieses beinhaltet 12 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box, da nicht für, von Dendemann. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dendemann unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.